Hallo meine Hübschen, kümmert euch nicht darum, ich sehe ein bisschen fertig wahrscheinlich aus. Ich komme von der Arbeit und bin gleich danach einkaufen gewesen. Und ich habe euch gefragt, ob ihr meinen Seaman-Hall sehen wollt. Und es hieß ja, bitte. So, ich muss sagen, ich bin ohne große Erwartungen hingegangen. Ich wusste gar nicht genau, was die haben. Ich wusste, dass es da wohl Sachen zum Basteln bzw. Filofaxing gibt. Aber wusste eben nicht genau was. Ich habe einiges gefunden, muss ich sagen. Beziehungsweise, ja, es geht. Es war alles sehr billig. Alles, was ich gekauft habe, hat unter 1 Euro gekostet. Wir beginnen vielleicht erstmal mit dem Scrapbook Paper, das in dieser Größe hier ist. Ich halte das mal so fest. Und wie ihr hier oben lesen könnt, kosten die jeweils 79 Cent. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Muster, die es gibt. Muster Nummer 1. Davon gibt es dann jeweils 3 Blätter, glaube ich. Muster Nummer 2. Das hier ist so ein Vintage-Design, würde ich einfach mal sagen. Ich blätter da jetzt einfach mal schnell durch. Ich finde nicht alle schön, aber für 79 Cent, Leute, kann man nichts sagen, ne? Ich halte das ein bisschen schräg, weil ich glaube, dann könnt ihr es besser sehen. Das finde ich super schön. Ja, hoffentlich sieht man es überhaupt. Und die hatten auch noch mehr davon da. Auch so Tiermuster. Ich bin ja nicht so der Tiermuster-Fan. Sonst weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht alle mitgenommen. Und das hier noch ist eben diese blaue Verpackung. Dann habe ich dieses Scrapbooking Paper genommen in rosa und schaut euch bitte mal an, wie wunderschön ist dieses Design, bitte. Ja, ich finde das ein Traum. Dann gibt es das hier noch. Mit großen Rosen. Kleine Röschen. Streifen. Nochmal Röschen. Ja, das ist so das Rosen-Scrapbooking-Paper. Dann haben wir hier so rosa Papieroptik, zerknülltes Papieroptik ein bisschen. Nochmal hier. Das finde ich auch super, super schön. Und habe ich jetzt zu viel geflattert? Nein. Dann haben wir hier rosa mit weißen Pünktchen. Und das war's von dem. Und dann habe ich mir nochmal dieses Scrapbooking Paper mitgenommen. Wie gesagt, 79 Cent. Ich konnte einfach nicht nein sagen. Sehr unspektakulär finde ich das hier. Aber da sind auch noch welche drin, die ich schön fand. Das fand ich ganz interessant. Das sind so bunte Karos. Damit könnt ihr halt auch alle möglichen Sachen machen. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so spannend. Nicht nur was für den Filofax unbedingt, Filofax, sondern einfach auch basteln. Das sind eben so ein bisschen kräftigere Farben. Die anderen beiden waren ja eher so pastellig. Ja, das ist auch nicht so unbedingt meins. Dann haben wir hier ein stark dunkelpinkes mit weißen Pünktchen. So Blätter. Wellenmuster, sieht irgendwie nach 70er Jahren aus. Und das letzte ist so ein blau mit pinken Pünktchen. Finde ich auch total süß. Ja, wie gesagt, davon hatten die noch mehr Sorten da. Die kosten, wie gesagt, jeweils 79 Cent und mussten deshalb mit. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja toll, und das war's. Die hatten schon noch so ein paar Sticker, aber ich fand die Sticker irgendwie alle ziemlich kitschig. Das waren eher so Kindersticker, sage ich mal. Ich finde es nicht, also das ist meine persönliche Meinung. Das kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich möchte nicht unbedingt Tiere in meinem Planer haben. Und ja, weiß ich nicht, das war alles irgendwie so Neon und Glitzer und weiß ich nicht, so bunt. Also es hat mir nicht gefallen. Es gab eben, wie gesagt, Tiere, Buchstaben, Zahlen, ich glaube auch so Autos und so ein Krams, aber eben alles nicht meins. Und habe schon gedacht, ja gut, dann nehme ich halt nur das Scrapbooking Paper mit. Bin dann umgedreht, habe dann gesehen, auf der anderen Seite waren nochmal ganz viele Bastelsachen. Und dann habe ich die Washi-Tapes entdeckt. Ja, yep, so sieht's aus. Mitgenommen habe ich diese hier, die ich euch natürlich jetzt auch noch im Genaueren zeige.
Das sind jeweils drei Stück in einem Set für 99 Cent. Ja, ihr habt richtig gehört. Sie sind relativ dünn, das muss man sagen. Ich hoffe, man kann das sehen. In der Mitte habt ihr noch so einen Karton. Das heißt, nicht alles, was jetzt hier so zu sehen ist, ist Washi-Tape. Trotzdem, ja, 99 Cent für drei Washi-Tapes. Und das haben. Und es gibt eben unglaublich süße Muster. Ich zeige euch die natürlich jetzt alle einzeln. Also, das erste Set ist eben so ein Karo-Set. Musste ich haben. Ich glaube, ich habe nur ein Set. Ne, zwei. Ich habe zwei Sets nicht mitgenommen, die es da gab. Und zwar war das einmal Leo-Muster in drei verschiedenen Farben. Mochte ich nicht. Und dann nochmal Blumen, aber so. Warte. Wartet, wartet, wartet. Im Stil von. So. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich jetzt nicht so schön. Vom nächsten Set fand ich auch nur ein Washi-Tape wirklich schön. Und zwar ist das dieses hier. Hat eben diese süßen Herzchen hier. Dann gibt es noch eins mit Kussmund, Herzchen und Kiss. Ist nicht ganz meins, ich finde es ein bisschen kitschig. Genauso wie dieses. Da steht eben Be Mine XOXO Love und so drauf. Ja, die zwei finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, 99 Cent. So, das nächste Set fand ich auch total süß. Das ist ein bisschen floral. Da haben wir hier einmal dieses hier. Das hat eben zum einen Blumen, zum anderen Punkte, dann auch noch irgendwie gestreift. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das jetzt so gerade nicht so gut sehen kann. Und hier eben auch noch Schrift. Das fand ich sehr süß. Dann gab es ein mintgrün gepunktetes mit Hibiskusblüten. Hallo. Ist wohl eher was für den Sommer, finde ich, aber ja, es ist einfach schön. Und dann habe ich noch ein grünes mit großen Punkten und eben auch Blüten drauf. Fand ich auch sehr schön. Und Blumen habe ich eigentlich noch gar nicht als Washi-Tapes. Dann Pünktchen, ihr wisst, ich liebe Pünktchen. Ist dieses Set einmal so ein Grün mit Pünktchen, ein helles Rosa mit Pünktchen. Und was ganz Besonderes, finde ich jetzt für den Herbst vielleicht auch ganz schön, ein Braun mit Pünktchen. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Set. Das sind auch Pünktchen, aber größere. Das ist zum einen dieses hier mit dunkelgrauen und hellgrauen Pünktchen. Dann eins mit bunten Pünktchen. Und ein braunes mit bunten Pünktchen. So, von der Qualität her kann ich jetzt noch nicht sonderlich viel sagen. Ich kann aber sagen, dass es nicht ganz so wie normales Washi-Tape ist. Es klebt, aber es fühlt sich eher an wie. Wie fühlt sich das an? Ich kann es sehr schwer beschreiben. Es ist nicht ganz so dünn wie Washi-Tape. Aber man kann damit arbeiten. Und wenn es nicht so doll kleben sollte, dann kann man es auch noch festkleben. Und ich finde sie einfach total süß. Also ich versuche euch das nochmal so ein bisschen in der Übersicht zu zeigen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nicht mal 2 Euro zusammen. Und dann die hier nochmal. Und die Herzchen. Ja, das war mein Seemann-Haul. Eben mit den Scrapbook-Paper. Die gehen hier noch und wie gesagt, super günstig. Also, ja, absolute Empfehlung. Wenn ihr einen in eurer Nähe habt, dann geht auf jeden Fall mal gucken, weil, wie ihr seht, die haben echt tolle Sachen. Und ja, I love it. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt mal reingehen, mir was zu essen machen. Es ist jedes Mal das Gleiche, wenn ich ein Video mache. Außerdem geht das Licht langsam weg. Es ist mittlerweile schon fast 7 Uhr. Und ja, es wird immer früher dunkel. Machst du nix. Alles klar. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ich werde jetzt gleich Under the Dome oder Revenge gucken, je nachdem. Ich weiß noch nicht genau. Das andere schaue ich dann im Nachhinein online. Ich kann mich da immer sehr, sehr schwer entscheiden. Ja, alles klar. Dann viel Spaß bei allem, was ihr heute noch macht. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!